hätte dir den Kopf weggeschossen. Aber Murdoch hat ja immer ein Giri an. Ja, Murdoch hätte eh einen ganz anderen Skin. Ja, weil er bändet ist. Ja. Und der hat meistens einen Giri an. Also bisher habe ich mir jedes Mal mit dem Giri abgeschossen. Weswegen du jetzt auch so viele Giris hast. Nö. Nö, das bringt ja nichts. Kann ja so viele töten, wie ich will mit dem Gili. Ich darf immer noch keinen Gili tragen, weil ich eine Frau bin. Ist egal. Ich brauche auch keinen Gili. Ich habe bei Red Tal auch mal einen Gili gegeben. Ich könnte jetzt anfangen mit... Ich finde das voll diskriminierend. Aber ist mir zu anstrengend. Vor allem unnötig. Ja. Aber das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Echt? Hat man das schon mal? Ja, diese Frauen, die meinen, Männer sind alle scheiße und in jedem Fall ein bisschen, was man... Wie ist das eigentlich nochmal? Kennst du den Begriff davon? Warte. Ja, nee, keine Ahnung. Vergessen. Ganz toll sind mal. Die immer für Komplimente für sexuelle Anspielungen halten. Okay. So eine Blueprint, kleine Garage, nehme ich auch mal mit. Ich habe Reinforcing gefunden. Hey, da braucht man nur noch zwei. Das liegt nur so scheiße. Wieder ein Zombie. Warst du das? Ja. Okay. Und du sagst, oh, ein Zombie. Peng. Ja, hier sind ein paar Zombies. Ja, ja, aber ich meinte so Zombie hier bei mir. Hier sind ein paar viele Zombies, so um das Spiel rum. Ah, Winchester Muni, M1911, die Lee Enfield Muni lasse ich extra mal liegen. Oh, Helikopter. Wir haben auch gar keine Lee Enfield mehr. Spieler Helikopter. Der ist da oben drin. Krieg ich nicht raus, scheiß. Rangefinder hilft mir mal. Stimmt. Keine Ahnung. Ein Feuerwehrmann und ein normaler Zombie. Und ich bin. Klemmt die hier irgendwie fest. Dem ist nix. In dem ist noch kann weniger. Kann der aufhören zu zappeln, danke. Mac. Komm da nicht einfach so in die Ecke. Ich stand hier nur. Ich konnte nicht raus wegen den Zombies. Herzinfarkt. Ja, sagt der Richtige. Ich habe mich wenigstens nicht bewegt. Ich saß da einfach nur. Was? Du bist bei mir um die Ecke gehuscht. Nein, ich saß da und habe auf Zombies geschossen. Bei mir bist du um die Ecke gesprungen. Naja. Hier ist voll tote Hose. Obwohl, ein Reinforcing habe ich ja gefunden, von daher. Man muss ja dankbar sein für das, was man kriegt, ne? Ja. Ich gehe jetzt einmal kurz zur Polizeistation. Vielleicht finde ich noch ein DMR-Magazin. Ich versuche kurz rauszufinden, wo ich lang muss. Ich glaube... da lang. Bin mir aber nicht sicher. Kann ich dir auch nicht sagen. Oder da? Oh, so viele Zombies um mich rum. Ich laufe einfach mal in irgendeine Richtung. Nö. Nö. Müll. Nix. Nix. Ja. Nix. Nix. Wow, hier ist ja nix. Außer ein bisschen Müll. Nee. Und hier, nix. Müll.
Müll. Okay, ich hab mich verlaufen. Binoculars. Oh, eine AK. Nehme ich mal mit. Eindeutig verlaufen. Bitter. Ich finde aber schon den Weg irgendwie. Ich meine, das Krankenhaus, das ist ja groß. Ich wollte gerade sagen, was ist daran so schwer, sich an einem riesengroßen, weiß-roten Gebäude zu orientieren? Da ist ein riesiges Gebäude, aber das ist nicht weiß-rot, sondern einfach nur weiß. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ich renne einfach mal hin, weil ich glaube, dass es das Richtige ist und meine Grafikeinstellung einfach nur so beschissen ist, dass ich die Farbe nicht erkenne. Obwohl ich bei meinem Aufnahmeprogramm heute auch schon rot für orange gehalten habe. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, sehr gut. Bandagen. Und noch ein Morphin. Und nein, es ist nicht das Krankenhaus. Jetzt habe ich mich erst recht in die Scheiße geritten. Ei. Was haben wir denn hier noch für große Gebäude? Ein weißes. Ein großes weißes Gebäude. Ja, das ist Hotel. On my way. Bleib einfach mal da am Gebäude. Nee, ich bin jetzt schon auf dem Weg. Ich guck mal ein bisschen die Stadt an. Alles klar. Na, über 60 Zombies habe ich auch endlich mal meinen Bonus bekommen. Oh. Ja. Na dann. Hast du geschossen? Ja. Okay. Au! Fick dich. Was haben wir da hinten? Dummes Zombie. Kommen hier irgendwie gerade alle aus den Wänden raus. Ha, ich hab's glaube ich gefunden. Oder? Ich höre das Meer rauschen. Cat entfernt sich immer weiter. Oh, da hinten ist das Krankenhaus. Ein Feuerwehrauto zurückgelassen. Glaub ich sehe dich. Ich glaube, ich sehe dich. Kui? Jetzt bin ich hinter einer Ecke weg. Okay, gut, dann bist du das. Und ich habe Kui gemacht. Ja, meine Augen sind zu schlecht. Aber siehst mal so, hey, ich hätte dich dann eh nicht getroffen. Hey, ich kann unseren Turm sehen von hier aus. Unseren Mast. Ja. Und hier ist immer noch nichts gespawnt. Wahrscheinlich, weil ich zu weit weggelaufen bin. Wäre ich vorher eigentlich auch noch da. Das Krankenhaus hatte ich ignoriert. Möglich. Hatte mal wieder nur dich im Kopf. Ich brauche Trinken und ich glaube, ich brauche auch noch Painkillers. So, Essen, Trinken. Painkillers habe ich natürlich keine dabei. Medical, yeah, Medical Ausrüstung, nix. Wahrscheinlich nicht mal Morphin oder ein Bloodbag. Gar nichts. Essen und Trinken ist viel wichtiger. Ey, wenn ich mal meine DMR vergesse dann oder weglege, dann ist das schon ein Wunder, aber. Medicals? Hab ich immer mit. Zumindest für mich. Einmal so eine Ausrüstung. Du müsstest das doch von der Gamescom wissen. Wenn ich verreise, ich hab mal einen Rucksack mit Essen mit und eine kleine Tasche mit dem ganzen Rest. Ja, und noch eine Tüte mit Cupcakes. Ja, die war ja nicht nur für mich. Wenn ich nur für mich versorge, dann hab ich nur einen ganzen Rucksack mit Essen mit.
So. Das war schon cool mit der Tüte Cupcakes über die Gamescom laufen. Dann zu jedem Cupcakes. Brother, Cupcakes. Cupcakes. Im Auto sind Painkillers. Ich hatte zwei sogar mit. Oder wurde einer getötet? Ja. Aber anscheinend von Zombies. Nicht von Spielern. Bist du das? Nee. Das ist ein Zombie. Das sind zwei Zombies, okay. Oh. Ja, yeah, noch mehr Zement. Ja, egal. Dachte ich mir auch gerade. Glasscheiben und Zement. Was egal, halt Zement kann man auch noch mitnehmen. Du brauchst ja auch noch welches. Oh, was haben wir hier? Blueprint Small Garage. Ne, die nehme ich jetzt nicht nochmal mit. Garage und Blueprints haben wir schon genügend. Oh, hier liegen Painkiller. Ups, ich wollte die Knicklichter mitnehmen. Noch ein Sack Zement. Naja, vielleicht kriegen wir sogar deins auch noch hin. Naja, es wird am Reinforcing scheitern. Ja, ist wahrscheinlich. Aber dann hätten wir schon mal zumindest den Zement dafür. Weißt du, woran es nicht scheitern wird? An Glasscheiben. Ah. Okay. Davon habe ich jetzt schon. Small Garage Blueprint. Darum wird es auch weiter nicht scheitern, ne? Ja. Reinforcing! She's eine Cat! Mit ihrer überhaupt gar nicht lauten Waffe. Komm, das ist ein Revolver. Ah! 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 Wie kommst du hier rein? Du hast dich gefälligst das langsam zu bewegen in Häusern, ja? Der ist dem Geruch des Revolvers gefolgt. Na, daran zweifle ich ja auch noch, dass bei der Standalone-Version, dass die Zombies in Häusern langsamer laufen. Ich hätte meinen Crab besser zuscharren sollen. So, wie das anständige Katzen machen. Mit Crab zuscharren. Nicht erschrecken, ich bin auf deiner Seite wieder. Okay. Ganz oben gerade. Dann erschreckt du dich aber auch nicht, ne? Ah, oh, jetzt bin ich in der zweiten Etage. Jetzt bin ich, glaube ich, hinter dir. Du bist vor mir. Ja, doch nicht. Ich bin noch im Treppenhaus. Hier sind nämlich Zombies am Werkeln. Ja, super. Hast du eine Bandage dabei? Ja. Dann schnell. Jetzt kannst du meine Leiche tragen. Deine Leiche will doch gar keiner tragen. Er schafft es ja nicht mal, mich lebendig zu tragen. Aber auch nur, wenn du. Wenn du dich am Boden festsaugst wie so ein Oktopus. Ich hab mich am Boden festgesaugt. Ich hab schwere Knochen. Schwere Knochen? Das kommt von deinen ganzen Cupcakes, wa? Und den Schnitzeln und dem. Was war das noch? Alles. Vorgestern gab's Schnitzel, vorgestern gab's Chicken Wings, die ich nochmal mit etwas Öl verfeinert habe.